Hallo? Hallo, 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 meine Gäste, willkommen da, ich bin der Lars, ich begrüße euch ganz herzlich zum weiteren Part. Ich bin dann mal wieder da, sorry, dass gestern nichts kam, und ich habe da mal so eine Idee mitgebracht, die natürlich viele haben, und ich möchte sie gerne auch bringen. Und ich werde es dir gleich mal anschauen. Vorweg, erstmal kurz abchecken, und zwar sehen wir, der nächste Clank War ist gestartet, ich bin Nummer 5 und muss gegen eine Rathaus Nummer 9, oh mein Gott, ich freue mich so, endlich keine Rathaus 10er mehr, scheiß Infernos, gemaxter Rathaus 9er. Bis auf Mauern hier, was haben wir für Helden? 15er und 14er Helden. Kann man auf 3 gehen? Werde ich auch. GoWW regelt die Scheiße. Obwohl, wow. 3 Luftabwehr hier oben? Ist das eine Einladung, von oben reinzugehen? Oder von unten? Von unten reingehen? Hier? Alter, voll reingehen. Von unten rein, Luftabwehr kaputt machen. Beide Helden und die Klamburg mit 2 Golems. 2 Golems, 6 Mages. Hinterher. Hier aufsprengen, dann Sprung, dann rein mit beiden Helden, die beiden Golems vorweg und mit den beiden Helden die ausschalten, Klamburg ausschalten, Luftabwehr ausschalten, dann von oben mit 2 Hunden und jeweils Luft ankommen, 2 Wut hier rein und die backklatschen so schnell wie möglich, dann könnte man hier easy auf 3 gehen. Das ist ja anfällig für Luft. Oder sehe ich das falsch? Die Frage ist, wo sind die Teslas? Die Teslas werden sich bestimmt auch hier unten irgendwo verbergen. Hier zwischen bei den Helden oder so. Das heißt, bekomme ich es mit 2 Golems hin, weil noch die ganzen Teslas da kommen? Ich weiß es gar nicht. Wenn ihr die Base kennt, wenn ihr schon mal Angriffsstrategien damit gemacht habt, schreibt es doch gerne in die Kommentare. Also es ist, glaube ich, eine Möglichkeit, aber es könnte auch eine Falle sein. Es könnte eine Falle sein. Wir werden es sehen. Sichere Variante ist GoWW. Aber man könnte hybridmäßig mit Luft reingehen. Oder Schweine? Schweine. Obwohl, Doppelriesenbombe könnte hier sein. Ne, könnte hier nicht sein, ne? Reicht das? Ne, das reicht nicht. Doppelriesenbombe? Doppelriesenbombe? Doppelriesenbombe. Die könnte hier sein, Doppelriesenbombe, bei Luftabwehr. Oder von oben mit Schwein. Ne, es geht auch nicht. Wir werden es sehen auf jeden Fall, was ich mache. Ich bin gespannt. Ich habe wieder Bock auf Hybrid, weil GoWW kommt halt sehr oft. Aber es führt halt auch immer zum Erfolg. Deswegen müsst ihr gucken, was ihr machen, Leute. Meinungen gerne in die Kommentare, wie ihr angreifen würdet. Wenn ihr sagt, die Base hatte ich schon mal, da weiß ich, was abgeht. Alles klar. Und zwar habe ich eine Idee. Was jeder weiß, was jeder macht, was viele machen und einfach alle am Start haben. Und es war eine Challenge. Ich habe viele Shakes and Fidget Challenge am Start. Jetzt möchte ich auch gerne welche in Clash of Clans haben. Und das Besondere bei diesen Challenges, bei dieser Challenge, beziehungsweise allgemein bei den Challenges, Challenge mal 2, wisst ihr Bescheid? Die Mehrzahl von Challenge ist, wisst ihr Bescheid. was ist der Plan? Ganz einfach eine Challenge, ganz logisch und so weiter, die ihr euch auch ausdenkt. Nicht Rauch denkt, sondern ausdenkt. Natürlich jetzt unter diesem Video müsst ihr jetzt mir eine Challenge unterjubeln, wie auch immer. Und das Genial dabei ist, ihr dürft die Bestrafung dazu auch noch schreiben. Das heißt, wenn ich diese Challenge umsetze und sie nicht schaffe, werde ich auch eure Bestrafung nehmen. Natürlich. Ganz ruhig, bevor jetzt alle schreien, los, ich mach voll die krasse Scheiße. Ganz ruhig. Erstens, die Challenge muss umsetzbar sein. Also ich muss eine Chance haben, es zu schaffen. So ist es logisch. Das zweite ist, nicht der hier. Das zweite ist auch, dass man, dass die Bestrafung auch machbar ist. Nicht von wegen, ja Lars, zünd dein Penis an, während du Walross schwängerst. Das ist halt nicht möglich und das werde ich auch nicht machen. Oder irgendeine krasse Scheiße, geh auf die Straße und spuck Leute an. Nein. Also die Bestrafung kann sich auf das Spiel beziehen oder auch auf was anderes, aber es muss machbar sein. Es muss machbar sein, Leute. Wenn es nicht machbar ist, nein. Das ist der Plan. Habe ich Bock drauf. Das könnte man so einmal in der Woche machen, so als neues Konzept. Und das kommt, glaube ich, gut an. Natürlich werde ich mich nicht demütigen lassen und so ein Scheiß alle. Es kann gerne, wie gesagt, auch spielbezogen sein, aber auch real-life-mäßig. Ich weiß gar nicht. Ihr seid kreativ. Lasst euch was einfallen. Es darf halt nicht zu krass sein. Von der Challenge her und natürlich nicht zu krass sein von der Bestrafung. Wir müssen gucken, was drin ist. Wir müssen gucken, was drin ist. Aber ihr habt die Möglichkeit zu entscheiden. Deswegen Kommentare. Mindestens 5000 auf dieses Video. Ich krieg nicht mehr 5000 Klicks. Na egal, 5000, nein egal. Haut rein in die Tasten, so gut es geht. Umso kreativer, umso geiler ihr seid, umso eher habt ihr die Chance auf jeden Fall, dass die Challenge rankommt. Ich werde dann immer den Kommentar und so weiter einblenden zum Anfang von dem Part, wenn das kommt. Und weiß ich nicht, wenn die Idee schon ziemlich schnell gut ist, könnte sogar das Projekt schon diese Woche umgesetzt werden. Sonst mache ich das halt nächste Woche irgendwann. Denn das ist ein Challenge-Tag, Alter. Voll krass, oder? Lass du Klaus einfach alles von den ganzen großen YouTubern. Nee. Doch, nee. Ja, ist halt ein gutes Konzept, kann man mal machen. Und bevor jetzt jemand sagt, du hast geklaut von dem, ne? Es gab alles schon mal bei YouTube. Am Tag werden Millionen Videos hochgeladen, Millionen. Und es passiert halt. So, sonst soweit von der Base her. Ist gute Idee trotzdem, ne? Von der Base her sieht es halt so aus, dass ich nicht viel gespielt habe.
Ja gut, gestern war Stream, habe ich aber nicht Cock gespielt, sondern was anderes. Von daher, Clan War wollte ich noch kurz zeigen, was wir da gemacht haben. Also wir haben gerade uns den anderen angeschaut. Der letzte Clan-Krieg sah wie folgt aus. Oh Gott, wie wir sind fast Level 7. Uiuiuiui. Kriegslog sieht aus, wir haben 33 zu 35 verloren. Hätte ich bei der Nummer 3 zwei Sterne geholt, würde es 35 zu 35 stehen. Ich bin schlecht, Entschuldigung. Ich habe versagt. Ich habe nicht geschafft, bei zwei Rathaus-10er, wenn es Rusher waren, trotzdem habe ich jetzt einfach nicht geschafft, jeweils zwei Sterne zu holen. Nur einmal, bei der Nummer 1. Schlecht von mir. Man sollte mich auf jeden Fall erschießen. Oder meinen Penis nochmal anzünden und brennen lassen. So, ja. Mein Labor ist seit sehr vielen Tagen auf jeden Fall unbetätigt. Deswegen würde ich sagen, klicken wir jetzt mal hier auf Sammeln. Ich habe ja noch einiges Dunkles am Start. Reicht das? Das reicht gar nicht. Ich dachte, ich habe ein bisschen mehr, aber ich habe ja mal nicht gewonnen. Ja, dann muss ich noch ein bisschen Dunkles, also ein bisschen Dunkles gönne ich mir noch kurz im Angriff, deswegen Live-Angriff jetzt mit euch zusammen. Mit Baric hier in Meister, da gibt es einiges an Loot manchmal. Ich habe heute einen Angriff gemacht und musste ungelogen 10 Minuten suchen. Das war nachmittags. Jetzt ist es 19.40 Uhr, wie ihr da oben seht. Das bedeutet, es ist schon halt etwas später, aber der Loot ist trotzdem nicht sehr überragend oder geil allgemein in Meister hier um diese Zeit. Und ganz wichtig natürlich nicht an diesem Wochentag. Montag ist der Loot allgemein immer scheiße. ja gut, nicht Gold und so weiter, kann man Besseres finden, aber Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag auch teils. Ist der Loot scheiße in Meister. Dann Samstag, Sonntag ist okay. Ich erinnere mich noch an Samstag, an dem Stream. Ich habe so einen geilen, krassen Loot gehabt. Ich glaube, ich hatte noch nie so einen guten Loot hier oben in Meister. Es war unfassbar geil. Und ich bin fast gekommen. Es war einfach nur phänomenal. Ich werde gleich nochmal kurz das Ganze zeigen. Bestimmt habe ich noch einige Angriffe im Kriegslog drin. Deswegen können wir vorbeischauen. Ich habe nur Inaktive gefunden. Die hatten 200 bis 300k. Hatten die in den Sammlern und in den Bohrern und allen Scheiß überall drin. Und dann gehst du halt raus mit 400k von beiden pro Angriff und 2.000, 3.000 Dunkles. Es war schon geil. Es war richtig geil. Das war Schlagsahne mit Kirsche. Ist das ein Kollege, den man machen könnte, den man nehmen könnte? Der hat einiges in Lagern. Ich müsste aber alle Lager bekommen, damit sich das lohnt. Ein bisschen Dunkles auf der Tasche. Das Dunkle würde reichen, dass ich dann hochgehe in Rathaus. Werden wir, glaube ich, auch bekommen. Ist nicht so eine krasse Base. Nehmen wir mit jetzt hier. Bevor es jetzt hier zu lange dauert, wir gehen aufs Rathaus, wir gehen aufs Dunkles und gehen auf zwei Lager. Und das sollte drin sein, Leute. Ich glaube an das Herz der Karten. Ich glaube auch daran, das sollten wir schaffen. So, klar, brauchen wir noch mal hinterher. Ich weiß nicht, was ich drin habe. So, kurz hier aufsprengen. Das sieht gut aus. Keine Heals haben wir am Start. Ich nehme sonst immer sehr gerne dabei, wenn ich hier oben farme. Ich sag immer hier oben, das ist doch gar nicht oben. Ja, du bist auch nicht doof. So, alles reingebuttert allgemein. Ihr kennt ja Bart, schnell einfach rein, gib ihn. Helden machen den Rest. Die Queen ist ein sehr, sehr großer Teil von meiner Bart-Taktik. Und der King auch, der tankt die Scheiße weg. Wunderbar. So, alles hinterher. Der King muss gleich gezündet werden. Der King muss jetzt gezündet werden, passt. Damit ist sie schon wieder voller, geht schon auf die Queen, ballert die weg, easy, GG. Bekommt dick in die Fresse, das sieht gut aus. Dunkles haben wir schon mal, 50% werden wir auch bekommen. Ich habe noch ein Rathaus. Ja, 40 haben wir schon mal, viel lebt da noch. Der gegnerische King lebt noch, der halt alles jetzt rasiert. Die Queen wird abgeschossen, oh, wenn das 50% überhaupt. Eieiei, lass du, alter Fuchs. So, wir zünden mal die Queen. Wir machen jetzt die ganze Scheiße. Ja, 50% wären es. Easy, GG. Rathaus leider nicht. Egal, wir brechen hier ab, da ich eh keinen Angriff mehr mache. Ja gut, Loot gibt es eh nicht mehr. Gehen wir raus hier mit wenig Loot, aber genug, um 40.000 zu haben an Dunkles. Bonus for the win, 100k und so weiter. Können wir also loslegen im Labor, da es halt so lange nicht beschäftigt ist, muss ich jetzt wieder beschäftigen. Und ich werde weitermachen mit dem Eilzauber. Warum? Weil ich lieber das Dunkle mir aufspare für die Helden. Boots, gib ihn. 40.000 Dunkles weg. Und als nächstes brauchen wir 110.000 Dunkles, um den wunderbaren King abzugraden. Da bin ich gespannt, ob das diese Woche was wird. Ich hoffe es doch mal. Dann gehen wir hier wieder kurz auf Death, damit es läuft. Ich werde dann wieder meine normale Barge-Armee machen. Ja, Leute, das ist so die Idee von dem Part, dass ich challenge-mäßig was starte an meiner Woche. Also ihr seid jetzt gefragt, seid kreativ, schreibt einen Kommentar mit einer Challenge und natürlich mit der Bestrafung, wenn ich es nicht schaffe. Ja, ich hoffe, ihr habt Bock drauf auf sowas. Ich habe auf jeden Fall Bock und ich denke doch mal, das kommt gut an. Von daher, wenn ihr Bock habt, lasst es mich einfach wissen mit dem Daumen nach oben. Dann weiß ich, okay, da will ich mehr von sehen. Dann gibt es sowas auf jeden Fall wöchentlich, wenn ihr wirklich richtig spritzig seid. Haufen super netter Boys. Ich bedanke mich und sage ciao, bis zum nächsten Mal und tschüssi.